Folge 262 von Simotrans. Ja, dieser Zug, der steht hier noch und ja, er wird keine, sag schon, 50% erreichen, weil wahrscheinlich 490. Ja, wir müssen hier hin. Und zwar Verpackungshersteller, der braucht gerade nichts. Das wird das Problem sein. Ja, der hat genug, deswegen fährt er nicht weiter geladen. Alles gut. So, jetzt gucken wir mal hier. Ah, WASD ist falsch, ne? Wie immer. Jetzt gucken wir mal, dass wir den hier gerade auf die Schippe nehmen, denke ich mal. Der kann nämlich mal gerade auch größer werden. Ach so, das war der Bahnhof, das ist der Zug. So, bedient Verpackung. Ja. Ist da noch wer drauf? Nein. Ist voll elektrifiziert, das heißt, da kann auch eine E-Lok drauf. Ich würde jetzt den mal. Ja. Wir könnten schon mal einen aus dem Depot fertig werden lassen, ne? So, was bauen wir da? Elektrotraktion, nein, Loks, ja. Und zwar die 220 brauchen wir definitiv nicht. Die 160 reichen uns. Und diese Waggons brauchen wir da jetzt. Was wird da transportiert? Zementwerkverpackung, Stückgut ist das. Hier. Da haben wir ihn. Aber 100 km/h, 120, 31, 54, der blaue, der kann natürlich richtig viel, ne? Okay, das heißt, der ist unser Favorit. Einer zu viel. So, und dann kommt er auf Güterzug, Verpackung, Zement. Dahin. Und starten. Und erledigt. Und wir gehen zu dem hin und sagen dem Fahrplan. Fahr zum Zementwerk. Das können wir zumachen. Wir verfolgen den jetzt und fahren wir gerade schneller. Und dann kann der ausgemustert werden, ne? Hat er was geladen? Nee, ne? Doch, er hat was geladen, so ein Shit. Dann machen wir nicht laden. Verfolgen, machen gerade schneller. Er kommt dann noch an. Entlädt dann. Das ist tatsächlich vollgeladen, ne? Möbel und Betonfertigteile gibt's da. Gut, und dann kann er ausgemustert werden. So, da muss er kommen. Ne, er ist es nicht, sondern einer da hinten wegkommen. Der müsste jetzt eigentlich schon bald hier irgendwo auftauchen, oder? Nee, falsch abgebogen, glaube ich. Da müssen wir lang. Da ist auch noch so ein kurzer Zug. Der ist es wahrscheinlich, ne? Yep. Der hat eine Aufgabe. Hä, knapp vorbei, ne? Da ist er. Den wollte ich haben. So, der weg. So, bedient Güterzug Obstraffinerie Geflügelhof. Auch nur ein Zug drauf. Der gerade leer durch die Gegend fährt. Nicht laden. Und zum Depot. Weil Lok ist, glaube ich, noch aktuell, ne? Ja, ne, verfolgen wollte ich. Der kann weg. Wir fahren schneller. Verfolgen den grad, bis er da ist. So, da ist er. Ah, das war jetzt nicht so eine gute Idee.
voranstellen. Lock. Das war diese, ne? Ah, der kann 120, obwohl im Prinzip ist das, glaube ich, so die richtige Lok eigentlich, weil diese... ...262, 344... Mach mal so trotzdem, voranstellen. Dann anhängen. Der Waggon ist der richtige. Ah, wieder ein zu viel. Wie beim letzten Mal. Läuft schon, ne? So, und dann kann er fahren. Der ist fertig. Wartet auf Abfahrt. Und der fährt los. Schauen wir mal, was er macht. Wieso ist denn der jetzt nicht so lang? Ach, ich habe, glaube ich, auf 15 Wagen geachtet und nicht auf 15 Gleislänge. Das war wahrscheinlich mein Problem. Fahren wir wieder zurück. Verballern mal ein bisschen Diesel. Das haben wir beim anderen Zug vielleicht auch falsch gemacht, ne? Kann das sein? Ne, ich glaube, da haben wir das nicht falsch gemacht. Starten. Und der ist weg. Und schneller kurz. Und jetzt steht er da, fast. Gut, der wartet auf Beladung. Der auch. Da sind wir doch erstmal ganz gut unterwegs, oder? Hier sind zwei lange Züge. Hier stehen noch zwei kurze Züge. Da gucken wir doch mal einen an. Bedientlinie. Gut. Den können wir ausmustern, weil der nicht geladen hat, oder? Habe ich jetzt gar nicht genau drauf geachtet? Nein, er hat nicht geladen. Ausmustern. Er hier. Kohlekraftwerk. Hat 100 Tonnen Schüttgut geladen. Muss jetzt aber zum Hardexen altes Kohlekraftwerk fahren. Darf nicht laden. Muss das sein lassen. Und fährt schneller. Und fährt nicht mehr schneller, weil wir verfolgen und fährt dann schneller. Fährt dann zum Depot. Und fährt dann wieder schneller. Da muss Schüttgut rein. So. Die Lok ist die richtige. Und Kohle gibt's hier. Da haben wir 18 von. Ah, es gibt neue. Das heißt, die weg und der da dran. km geladen, 120 fährt er so. Und die Lok kann 160. Ja, die Waggons dürfen nicht schneller. Aber das passt dann, haben wir ein bisschen Reserve. Gut, das würde bedeuten, voranstellen, verkaufen. Die sind alle weg, der ist weg. Und Kohlezug Süd kann wieder starten. Kommt da gerade raus, da ist er. Der kann zu, na, falsch, knapp daneben, ist auch vorbei, ne? Da, verfolgen und wir fahren mal schneller. Schöne rote Waggons, ne? Und er hält jetzt hier unten an. Sehr schön. Und hat auch Kohle geladen, schon relativ viel.
Gut. Dann passt das ja, ne? Und den brauchen wir dann nicht mehr verfolgen. Den können wir ausmachen. Die Züge sind weg, die zwei. Da sind natürlich vier Gleise, wo man wahrscheinlich gar nicht so viele brauchte. Falsche Taste. Die 5 erwischt oder die 0. Ne, 0 war das, glaube ich. Hier passt's. Hier unten steht ja keiner. Ist nur die Frage. Der eine Zug, der da, der bringt, brachte ja Sachen auch zurück, ne? Da ist erledigt. Da ist überfüllt. Hier ist erledigt. Hier haben wir jetzt noch drei Züge, die klein sind. Das ist die Linie mit diesen drei Zügen. Das bedeutet, kann ausgemustert werden, kann ausgemustert werden. Und der kann Fahrplan ändern, soll nicht laden und fährt dann gleich zum Depot, wenn wir soweit sind. Und schneller. Siloware ist das. Tierfutter. Und zum Depot. Auch viel zu großen Bahnhof jetzt dadurch gebaut, weil wir nur noch einen Zug brauchen, ne? Aber ist halt so, können wir auch nicht ändern. So, dann ist er im Depot. Lok ist auszutauschen. Ich möchte die andere haben. Ja. Hat gut geklappt. Alle weg mit Dingens. Waggons. Dafür brauchen wir jetzt Tierfutter. Gibt's nichts Neues. Bleiben also dabei. Kein Fahrplan, da haben wir was falsch gemacht. Verpackung, nee, das war's nicht. Oh, welche Linie war das jetzt? Ah, Tierfutter. Tierfutter Döbeln, Adenau, das wird's gewesen sein. Los geht's. Den verfolgen wir und macht schneller. Da ist er. Volle Länge. Paar Kubikmeter drauf. Und wird geladen sogar. Da ist überfüllt. Ja, über diese ganzen Sachen müssen wir uns mal auch Gedanken machen, ne? Wenn es denn soweit ist. Lädt er denn noch? Ja. Wir laden gerade schnell sogar, ne? Achthundert, 900. Die Fabrik braucht Futter. Unsere Züge, die fahren jetzt immer nur einmal, ne? Ihr nächste überfüllt. Reichlich überfüllt, ne? Oh, hier oben ist noch einer, den müssen wir auch noch machen. Okay, den haben wir auch auf dem Schirm, aber nicht diesmal. Und da ist, das ist ein Diesel, ne? Ah, er fährt, okay. Ah, er fährt zur Tierfutterfabrik. Oh, ich wollte doch langsamer machen, so ein Shit. Na, jetzt ist auch egal. Ich wollte nicht dahin wechseln, ich wollte hier geguckt haben, ne? Ah ja, okay, aber der kriegt ja gleich wieder eine Lieferung, weil das noch nicht voll ist, ne? Kann das sein? Also, 300 hat er schon drin, ne? Weil hier gut gebraucht wird. Also Eier werden hier abgenommen, ne? Macht doch Eier und Geflügel, oder? Ja. Und wird auch alles abgeholt, glaub. Das ist schon mal sehr gut. Hier gibt's tatsächlich mal was, was läuft. Gut, aber ich würde sagen, wir sind demnächst hier
bei dem Zug, der hier hält. Da steht er ja sogar. Den machen wir nächstes Mal dran. Ne? Und dann müssen wir weiter gucken. Ne? Dann sollten wir auch schauen, wo diese aufpoppenden, überfüllten Bahnhöfe sind, dass wir die auch noch in Augenschein nehmen. Aber das kriegen wir alles hin. Gucken kurz noch in die Bilanz. Betriebsgewinn. Ja, ist ja immer oben. Ne? Null ist hier unten. Da oben ist toll. Hier haben wir 28%. Die Marge ist gut. Nehmen wir das weg. Wir haben Fahrzeugwert von 113 Millionen und einen Kontostand von 54 Miese. Das ist alles gut. Das heißt, wir haben noch ein Gesamtvermögen von 59. Ich hoffe, dass 59,2 hatten wir letztes Mal. Wir haben also 400.000 mehr. Das steigt zwar langsam, aber es steigt. Betriebsgewinn, ja, weiß ich nicht, wie hoch der letztens war. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber kein Problem, das kriegen wir alles in den Griff, denke ich mal. Wir müssen nur gucken, dass wir noch den einen oder anderen Zug dann austauschen, verlängern und dann wird es schon werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.